Habe ich Ihnen jemals erzählt, was hier abläuft, bevor dieses Video beginnt? Und zwar ist vor mir immer der Kollege Bergmann hier, Thomas Bergmann, und hat so eine interne Challenge und die machen da immer Liegestütze. Entsprechend, wenn ich irgendwann mal so etwas die Gesichtsfarbe verändern sollte, dann liegt es einfach daran, dass diese Turnhallenatmosphäre hier mich ein bisschen mitgenommen hat. Von daher jetzt erstmal herzlich willkommen. Es geht hier nicht um Sport, es geht nicht um Liegestütze, wobei Sport, das ist eher, hat eher was mit Halloween zu tun, sondern es geht darum Gold, Edelmetalle, und der Goldpreis hat sich in den letzten Tagen exzellent entwickelt. Also wir waren, glaube ich, am letzten Donnerstag, das war diese letzte rote Kerze hier, da haben wir hier drüber gesprochen, dass wir im Prinzip bei Gold einen impulsiven Ausbruch über die 1.900 Dollar sehen müssten. Und genau das haben wir dann auch getan, und zwar am Freitag, gleich Freitag der 13., in dem Fall kein Unglückstag, sondern Glückstag für die Goldanleger gewesen. Der Goldpreis ist quasi durch die Decke gegangen, hat eine wunderschöne grüne Kerze ausgebildet, und wir sind dann auch auf Wochenschluss sehr gut ins Wochenende gestartet. Wir haben dann weitere Zugewinne gesehen, und jetzt sind wir quasi schon binnen weniger Tage an den nächsten großen Widerstandsbereich, der hier so im Bereich von 1.960 Dollar, 1.980 Dollar liegt, herangelaufen. Wir waren kurz gestern mal direkt drüber kurz, aber sind dann wieder zurückgefallen. Natürlich hat das Ganze ein bisschen Kraft gekostet. Also es ist von der Technik her so, wir haben einen sehr, sehr schönen Lauf von mehr als 100 Dollar gesehen. Und es wäre jetzt nicht sonderlich verwunderlich, wenn wir jetzt nochmal konsolidieren würden in dem Bereich, bevor wir dann ausbrechen. Aber was ich nicht mehr sehen möchte, ist, Rutsch unter die 1.900 Dollar. Das ist für mich irgendwie so jetzt diese Marke, die müssen wir verteidigen. Ansonsten droht eben nochmal ein Test dieser Tiefs oder eben ein neues zyklisches Tief. Das war eben auch das, was wir letzte Woche gesagt haben. Wir können uns das Ganze mal auf dem 3-Jahres-Chart anschauen. Also eigentlich haben wir ja hier so einen Doppelboden ausgebildet. Wie gesagt, rein technisch, ich bin hier irgendwo festgeklebt, das war wahrscheinlich irgendwie noch so eine Lache von den Kollegen. Rein technisch ist es so, dass ein Doppelboden keine wirklich große Bedeutung hat. Man spricht da immer ganz gerne drüber, ein Doppeltief oder ein Doppeltop. Doppeltop ist, glaube ich, sogar ein bisschen bedeutender noch als ein Doppeltief. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn dieser Bereich uns wirklich Halt geben würde. Ansonsten sehen Sie, ist darunter relativ wenig. Wir könnten hier nochmal so eine Unterstützung einzeichnen, oder wir hätten dann hier eine, aber darüber wollen wir jetzt beim besten Willen noch nicht reden. Also, wichtig wird, die 1.900 Dollar, 1.885, 1.900 Dollar zu verteidigen. Das wäre wichtig für die Bullen. Es kann sein, dass wir jetzt ein bisschen konsolidieren und dann eben den Angriff über die 1.960, 1.980 starten. Ich rede immer ganz gern von Widerstandsbereichen und Unterstützungsbereichen, weil ich weiß, dass viele irgendwie so das Ganze auf die Nachkommastelle genau angeben. Was ich in den letzten paar Jahren, die ich an der Börse bin, sind ja schon ein paar, es sind tatsächlich immer so Bereiche, die man angeben sollte. Und Sie haben ja dann auch gesehen am Freitag, wenn es wirklich drüber geht, dann sieht man das auch. Also es ist nicht so, wenn der Unterstützungsbereich bei 1.887,96 Dollar ist, dass man mal einen Cent drüber sind, dann schon eine Aussagekraft hat, sondern man sieht das in aller Regel, wenn das wirklich ein Ausbruch ist. Und das hat man eben dann gesehen. Und wir sind dann eben sehr, sehr schnell an den nächsten Widerstandsbereich herangelaufen. Bei Silber ist ein bisschen so, ja, das regt so ein bisschen mehr zum Nachdenken an, was wir hier gesehen haben. Wir haben im Prinzip gestern so einen Ausbruch gehabt. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Gold, bevor ich jetzt zu Silber komme. Und zwar, wir haben im Prinzip gesehen, dass wir ganz schön jetzt wieder da sind, wo dieser ganze Abverkauf losgegangen ist. Und im Prinzip haben wir jetzt diese V-förmige Erholung. Das Ganze schaut sauber aus, aber wie gesagt, wir müssten eben jetzt noch höher gehen, um wirklich zu sagen, dass diese V-förmige Erholung weiter Fahrt aufnimmt. Und wenn wir uns bei Silber anschauen, da haben wir im Prinzip ein ähnliches Bild, nur wir haben kein so schönes Unterstützungsniveau nach unten ausgebildet, und wir sind noch nicht ganz dahin gelaufen, wo wir eigentlich hinlaufen sollten. Also Silber hinkt dieser ganzen Bewegung ein bisschen hinterher, vielleicht nicht unbedingt prozentual, aber doch in Sachen, dass wir noch ein bisschen höher müssten, um überhaupt dieses Niveau wieder zu haben, wo wir diesen Abverkauf begonnen haben. Und ich denke, bei Silber müssten wir eigentlich, und das ist ein bisschen anspruchsvolles Denken, jetzt über die 24 Dollar drüber, damit das sich das ganze Chartbild ein bisschen ändert. Auch hier sehen Sie, das ist so eine Unterstützung in dem Bereich oder so ein Widerstand in dem Bereich, der schon einige Zeit zurückgeht. Also es wird ein harter Kampf, und Silber missfällt mir momentan ein bisschen. Also da hätte ich noch ein bisschen mehr Dynamik erwartet. Übrigens auch bei vielen Minenaktien ein bisschen mehr Dynamik erwartet. Insbesondere der gestrige Tag
war natürlich, obwohl wir ein relativ schönes Plus beim Goldpreis gesehen haben, relativ enttäuschend, was eben auch mit der relativ mageren Performance von Silber gestern zusammenhängt. Wir haben übrigens auch gesehen, dass Gold und der US-Dollar Hand in Hand gestiegen sind. Das ist auch eher was, wo man sagt, das sollte eigentlich nicht so sein oder das ist eigentlich ungewöhnlich. Es hat natürlich damit zu tun, dass so eine Bewegung, Sie kennen die schrecklichen Bilder aus dem Nahen Osten, die uns erreichen, dass so eine Bewegung rein in die sicheren Häfen stattgefunden hat. Da ist Gold dazu, aber da gehört eben auch der US-Dollar dazu. Was auch auffallend ist, wir haben gestern ein neues Rekordhoch, oder was heißt Rekordhoch, aber einen Rückstand bei den Renditen der US-Staatsanleihen gesehen und trotzdem konnte sich Gold gut behaupten. Wir haben übrigens die Hypothekenanleihen, Hypothekenzinsen bei 30 Jahren sind jetzt in den USA bei über 8%. Das sind natürlich Niveaus, wo Sie sich überlegen, ob Sie irgendwie so A, so eine Zinsfestschreibung haben wollen und B, überhaupt irgendwie noch was bauen können. Bei 8%, bei gleichzeitig ja gestiegenen Baukosten in den letzten Jahren, sind natürlich eine wahnsinnige Belastung. Der Vorteil, glaube ich, in den USA vom Häusermarkt ist jetzt, dass der Anteil an flexiblen Zinsen niedriger ist. Aber trotzdem, wenn Refinanzierungen anstehen, dann wird das natürlich sehr, sehr teuer. Das ist natürlich jetzt kein Prozess, der von heute auf morgen stattfindet, sondern das ist was, was sich im Laufe der Zeit aufbaut. Also wenn die Zinssätze länger in diesem Bereich bleiben, dann können wir durchaus auch wieder Probleme beim Häusermarkt gehen. Das ist nur am Rande. Die Renditen waren gestern bei 10-Jährigen bei 4,9% gewesen. Und das ist auch ein Niveau, das wir seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und wir haben auch eines gesehen, und das ist auch auffällig. Wir haben gesehen, dass die Auktionen bei US-Staatsanleihen jetzt schleppender laufen. Das heißt, das ist auch ganz logisch. Also normalerweise werden diese neuen Schulden ausgegeben oder diese Anleihen ausgegeben. Und wir hatten die großen Käufe einmal, was die Fed natürlich selbst im Rahmen dieser QE-Programme, die quasi alles aufgekauft hat, was kein anderer wollte. Und dann war lange Zeit China der große Käufer gewesen auf dem Markt. Aber es ist ja bekannt, dass China sich unabhängiger machen möchte vom US-Dollar. Und außerdem sind die Beziehungen zwischen China und den USA, und auch das wissen wir alle, nicht die besten. Also die werden nicht mehr als großer Käufer bei US-Staatsanleihen auftreten. Und das Ganze führt dazu, dass seit Jahrzehnten erstmals eine schleppende Nachfrage bei solchen Anleiheauktionen zu ziehen ist, und das führt eben auch dazu, dass die Renditen steigen. Nur, normalerweise sind steigende Renditen ja schlecht für die Edelmetallkurse, aber es kann durchaus sein, wenn die Leute jetzt oder die Anleger so langsam mal denken, ja, wie ist es denn, wenn schon die USA Probleme bekommen, ihre Staatsanleihen zu platzieren, wie schaut es denn dann erst bei anderen Ländern mit einer niedrigeren Bonität aus? Und das könnte schon dazu führen, dass man so ein bisschen der Sicherheitsgedanke wieder in den Vordergrund tritt und dass dann eine Situation ist, wo die Renditen Hand in Hand mit den USA, mit dem Goldpreis steigen. Und das ist eben was, wo man so ein bisschen nicht immer nur diese negative Korrelation sehen darf, sondern das kann sich auch mal ändern. Wir haben das jetzt gesehen beim US-Dollar, wo Gold und US-Dollar Hand in Hand gestiegen sind. Und das kann eben auch mit den Renditen sein. Das ist ein Bild, das wir gestern gesehen haben. Natürlich sind per se steigende Renditen nicht gut für den Goldpreis, aber wenn so dieser Gedanke kommt, wow, vielleicht kriegen wir da ein Schuldenproblem, dann kann es durchaus sein, dass das Hand in Hand steigt. So, war ein bisschen viel Theorie heute, gebe ich zu. Jetzt zu ein paar Aktien. Barrick Gold, kurzer Risikohinweis, ich habe ein paar Barrick Gold Aktien im Depot. Barrick Gold hat gemeldet, hey, wir haben die Minenlizenz für die Borchera-Mine in Papua-Neuguinea bekommen. CEO Mike Bristow hat gesagt, hey, die bringen wir heuer noch in Produktion. Für uns heißt es wahrscheinlich, dass die volle Produktion, also die kommerzielle Produktion, erst im kommenden Jahr erreicht wird. Aber das ist durchaus ein wichtiges Projekt, weil das 700.000 Unzen pro Jahr produziert. Und das ist doch ein ganz schöner Patzen, auch für Barrick Gold. Allerdings ist der Anteil von Barrick Gold eher so bei 300.000 Unzen, weil wir einiges abgeben mussten an Besitzverhältnissen, um eben diese Lizenz weiterzuerhalten oder wiederzuerhalten. Und da hat man das Ganze neu strukturiert trotzdem. Eigentlich eine sehr erfreuliche Nachricht für Barrick Gold, dass es eben da weitergeht. Newmont, auch hier der Anteil, kurze Risikohinweis, ich habe bei Newmont-Aktien. Newmont kommt bei der Übernahme von Newcrest voran, sowohl die Newmont-Aktionäre als auch die Newcrest-Aktionäre haben für die Übernahme von Newcrest durch Newmont gestimmt. Und das wiederum ist erfreulich. Außerdem erfreulich ist auch, dass der Streik auf der Peñasquito-Mine in Mexiko geendet hat. Ich glaube trotzdem, dass Newmont nicht der ganz große Outperformer sein wird.
bremst vielleicht auch ein bisschen die Performance vom GDX. Ich glaube, dass viele Aktien bei den Großaktionären jetzt die Newcrest und Newmont Aktionäre sind, dass da vielleicht ein Teil auf den Markt kommt im Zug dieser Übernahme. Das kann sich ein paar Wochen, ein paar Monate hinziehen. Und ich glaube, dass da Newmont eher von allen Großen vielleicht die schwächste Performance aufweisen könnte, weil eben so ein bisschen Aktien hin und her geschoben werden. Hecla Mining, Hecla hat gute Quartalszahlen gebracht oder ordentliche Quartalszahlen gebracht, was für alle so ein bisschen überraschend gewesen ist, dass man mit den Zahlen zum dritten Quartal auch die Silberprognose bestätigt hat. Wieso ist das überraschend? Weil wir einen Brand auf der Lucky Friday Mine, eine Silbermine in Idaho hatten und eigentlich jeder damit gerechnet hat, hey, die werden doch wahrscheinlich dann ihre Prognose senken müssen, weil die Reparaturarbeiten ungefähr bis Ende des Jahres dauern werden. Hecla hat aber bestätigt, dass die Prognose aufrechterhalten wird. Es gab gleichzeitig auch eine Aufstudung seitens Road Capitals. Die haben gesagt, das nächste Jahr wird wesentlich besser werden und sie rechnen noch dazu mit Rückenwind durch die Edelmetallkurse. Also Hecla durchaus interessant auf dem Niveau. Man hat deutlich gelitten, ich hätte vielleicht einen längerfristigen Chart mitbringen sollen, man hat deutlich gelitten bei Hecla Mining in den letzten Monaten, aber die Aktie sollte wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen im kommenden Jahr. Von daher denke ich schon, dass wir Aufwärtspotenzial bei Hecla Mining haben. B2Gold, auch da einfach mal so ein charttechnischer Blick. Es schaut ganz ordentlich aus. Wir haben hier so eine Chance, dass wir das Tief eingezogen haben. Wir haben zumindest mal ein höheres Hoch gemacht im Vergleich zu diesem hier. Und natürlich haben die Bullen hier noch viel Arbeit vor sich, aber ich glaube, die Aktie ist eine der am günstig bewertetsten. Natürlich will ich das Risiko mit der Ficola-Mine in Mali nicht herunterspielen. Mali ist momentan so ein Hotspot in Sachen, was macht denn die Regierung, wie schaut es denn aus mit dem neuen Minengesetz? Aber insgesamt von der Bewertung her ist B2Gold sehr, sehr niedrig bewertet. Das spielt natürlich auch mit rein, dass man das Back River Projekt von Sabina gekauft hat und dass man das jetzt in Produktion bringen wird und jeder so ein bisschen zittert. Minenbau in Kanada, da haben wir momentan keine guten Erfahrungen gemacht. Kostenüberschreitungen waren an der Tagesordnung. Allerdings hat B2Gold ein Mining-Build-Team. Von daher glaube ich durchaus, dass sie die Chance haben, ihren Kostenrahmen einzuhalten und ich glaube, dass B2Gold da positiv überraschen kann in Sachen Minenbau beim Back River Projekt. Albemarle hat einen Rückschlag erlitten und zwar hat sich die Eisenerzkönigin von Australien, der Reinhardt, hat sich eingekauft bei dem Übernahmeziel Liontown und Albemarle hat dann einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, okay, wir verzichten darauf auf die Übernahme. Das hat auch nochmal zum Abverkauf bei der Albemarle-Aktie gesorgt. Liontown wäre ein riesiges Projekt gewesen in Australien, ein Lithium-Projekt, das Albemarle ganz gerne gehabt hätte. Und wie gesagt, jetzt wird Liontown erstmal alleine bleiben und Albemarle wird sich erstmal umschauen müssen, wo denn sonst noch interessante Projekte sind. Das Problem ist, dass Liontown schon sehr, sehr weit war, schon im Begriff ist, die Mine zu bauen, also man relativ schnell Produktion dazu bekommen hätte, wenn man die Liontown übernommen hätte und jetzt eben erstmal wieder schauen muss. Liontown selbst ist momentan ausgesetzt in Australien vom Handel. Der Übernahmepreis war bei 3 australischen Dollar gewesen, das vergessen Sie mal, das war die Kurszulieferung hier gewesen. Der war also in diesem Bereich gewesen. Ich gehe davon aus, und man kann davon ausgehen, dass die Aktie jetzt erstmal einbrechen wird, weil einmal natürlich das Übernahmeangebot bei 3 australischen Dollar wegfällt, Liontown jetzt aber eine Finanzierung wahrscheinlich stemmen muss, um eben diesen Minenbau auf die Reihe zu bekommen. Und da kann durchaus sein, dass ein Eigenkapitalanteil, also eine Kapitalerhöhung bevorsteht. Und das könnte durchaus sein, dass die Aktie nach unten jetzt erstmal durchgereicht wird. Und ob es das dann unbedingt wert war, diese Spekulation seitens Reinhardt, sei mal dahingestellt. Also nicht unbedingt das beste Szenario für die Aktionäre von Liontown. Dann haben wir Patriot Battery Metals. Warum? Es könnte natürlich sein, dass Patriot dann in den Blick von Albemarle rückt. Albemarle hat schon einen kleinen Anteil an Patriot Battery Metals. Das Problem ist ein bisschen, dieses Projekt ist mit Sicherheit so ungefähr 5 Jahre hinter Liontown zurück. Das heißt, man muss noch Umweltstudien und machen, Genehmigungsprozesse und das ganze Ding erstmal in Produktion zu bringen. Also da reden wir eher vom Jahr 2030, denke ich mal, vielleicht 2028, wenn alles ideal läuft, aber ich denke eher so Richtung Jahr 2030. Trotzdem, Albemarle hat schon den Fuß in der Tür und ich schaue so aus, Albemarle unbedingt in sichere juristische Jurisdiktion möchte und da würde eben Kanada dazugehören. Ein anderes Projekt, und da habe auch ich Aktien, gleich ein Risikohinweis wieder, ich habe Lift Power Aktien, ist Lift Power, die Aktie hat sich zuletzt auch deutlich erholt. Man ist sogar noch ein Stück weit hinter
hinter Patriot zurück, ist allerdings auch deutlich günstiger bewertet. Lyft Power wird wahrscheinlich im kommenden Jahr eine erste Ressource vorlegen für das Yellowknife-Projekt in Northwest Territories in Kanada. Und da kann man ungefähr davon ausgehen, ja, wo werden sie liegen? 50, 60 Millionen Tonnen ungefähr, die man haben wird. Also das ist so das, was ich schiele. Also ich denke mal, so 50 Millionen Tonnen kann man haben in die ersten Ressource. Das kann man dann noch weiter ausbauen. Ich denke auch, dass das ein Projekt ist, das 100 Millionen Tonnen irgendwann vorweisen kann. Das ist so ein bisschen so diese Marke, wo viele Große nachsuchen. Weiß ich mal ehrlich, da redet man dann von 28, 30 Jahren Minenleben, die so ein Projekt dann haben wird. Also das ist schon gewaltig. Also das sind so zwei Projekte, die mir einfallen würde, wo Albemarle einen Blick darauf werfen könnte. Aber wie gesagt, da ist man dann noch deutlich hinter den Liontown-Zeitplan zurück. Das heißt, hier werden wir dann erst so in 8 Jahren, 9 Jahren, vielleicht 10 Jahren Produktion sehen. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, vielleicht laufen irgendwelche Prozesse schneller, vielleicht die Umweltgutachten ein bisschen schneller, weil es doch Regionen sind, die relativ abgelegen sind. Aber insgesamt ist es eben das, was ich damit rechne. Aber wie gesagt, wenn Sie zwei Projekte suchen, die wirklich die Größe haben und in einer sicheren politischen Gegend liegen, dann wären es die beiden Projekte. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder in der kommenden Woche, wenn Sie denn möchten. Und bis dahin sage ich ciao, servus, machen Sie es gut.